Servus und hallo zu dieser Episode Felix testet Bikes, und auf die habe ich mich schon sehr, sehr lange gefreut, weil ich teste heute mal ein Hardtail. Und das ist für mich das erste Mal Hardtail fahren seit, ich würde schätzen, 15 Jahren. Das letzte Mal bin ich mit dem Hardtail von meiner Mom gefahren und das ist natürlich qualitativ ein bisschen ein Sprung jetzt zu einem 4000 Euro teuren Marathon Cross Country Hardtail, mit dem man auch World Cups fahren kann. Und ich habe relativ viele Räder, aber keins davon ist ein Hardtail, weil ich eigentlich immer der Meinung war, das braucht man nicht wirklich, und ich kann mit meinem Enduro bzw. mit dem Gravelbike eigentlich auch super alles abdecken, was mir so Spaß macht. Aber jetzt werde ich älter, und wenn man älter wird, überdenkt man den einen oder anderen Glaubenssatz, und deswegen bin ich jetzt mit dem Tobi unterwegs und wir shredden seit 15 Jahren gemeinsam im BMX und heute zum ersten Mal mit dem Mountainbike. Schauen wir mal, ob das alles so klappt. Viel Spaß. Nicht eher zum Bergabfahren gedacht? Alter. Nee. Ziemlich krasse Line gefunden, die eigentlich mit Enduro mega cool wäre. Es sind riesen Sprünge drin und ich habe jetzt fast ein bisschen Respekt, das mit der hohen Sattelstütze zu machen, aber ich will es trotzdem unbedingt springen. Ja, ich würde es mal probieren, aber den Sattel mache ich ein bisschen niedriger. Geil, und hier geht's weiter. Alter, ist ja ein Traum. Also die paar Abfahrten waren jetzt gerade echt mega spaßig mit dem Rad. Ich habe den Sattel ein bisschen runtergestellt und das ging echt ziemlich gut. Also hier kann man auch relativ einfach eine Dropperpost nachrüsten, und wenn das mein Rad wäre, würde ich das sofort machen. Aber jetzt kommt der Imbus raus und jetzt geht es wieder geradeaus und der Sattel wird wieder nach oben gestellt. Oh. Jetzt kommt der steile Stück.
So, kurze Pause. Jetzt sieht das Rad schon ein bisschen benutzter aus. Es ist ein bisschen schmutziger. Und ja, wir sind jetzt ungefähr 10, 15 Kilometer gefahren. Und da waren einige Strecken dabei, die halt einfach ein bisschen bergab lastig waren, ein bisschen sprunglastig auch. Das hat mega Bock gemacht. Und ich merke jetzt auch dort, wo die Grenzen vom Gravelbike eben anfangen, da wird so ein Hardtail erst so richtig, da kommt es erst so richtig in Form und das macht mega Bock, eben halt auch solche Kleinsprünge zu springen, aber auch in der Nässe mit den großen Reifen immer noch Grip zu haben und sich in Kurven reinwerfen zu können, die jetzt zum Beispiel mit dem Gravelbike dann einfach nicht mehr möglich sind. Und ja, mir macht es gerade mega Gaudi, eben auch diese Art des Fahrradfahrens kennenzulernen. Und jetzt geht es mal ein bisschen weiter. Schauen wir mal, was wir noch alles so finden. Ja. Okay, das ging echt super smooth. Das habe ich mir ziemlich viel schlimmer vorgestellt. Ja, das macht so Bock damit. Das ist halt immer noch schnell und wendig. Hat die Federgabel, um die Wurzeln auszugleichen. Und ja, wenn hier mal so ein Baum rumliegt, kommt man auch gut außen rum. Ja, der ist mit dem Rennrad unterwegs. Ja, man muss schon ganz genau schauen, wo man hinfährt. Sich seine Linie suchen, damit man nicht allzu sehr durchgeschüttelt wird. Und das macht hier auch irgendwie den Reiz aus. Nicht ganz so safe wie mit dem eingefederten Dreck. Und dadurch eigentlich auch anspruchsvoller, finde ich. Und irgendwie auch schneller. Stimmt, da habt ihr ja auch noch was. So, das ist auch schon wieder das Ende unserer kleinen Tour. Es hat mega Bock gemacht und das war eigentlich auch das Ziel des Experiments, rauszufinden, macht es Spaß, mit einem Hardtail Mountainbike zu fahren? Ist es unbedingt nötig? Weiß ich jetzt nicht. Also, ob ich es mir jetzt kaufen würde, würde ich jetzt bei weiteren Touren gerne nochmal nachprüfen. Auch was die einzelnen technischen Aspekte des Bikes ausmachen, was jetzt da die großen Unterschiede zu anderen Bike-Kategorien sind, das werde ich auch in einem weiteren Video nochmal beleuchten. Das Bike werde ich nochmal vorstellen. Ich weiß aber nicht, ob ich es auf dem Kanal mache oder auf bikes.de.tv. Wenn ihr beiden folgt, seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass ihr nichts verpasst. Mir hat es krass Bock gemacht, mit dem Rad zu fahren. Ich bin wirklich erstaunt, wie viel so ein Hardtail auch ab kann, ob man jetzt bergab fährt, ob man bergauf fährt, auch in der Ebene, dann ist man super schnell. Es muss, glaube ich, nicht unbedingt das Bike für 4000 Euro sein, vielleicht tut es auch eins für nur 1000 Euro. Also für Gravelbiker vielleicht auch ganz interessant, die jetzt gerade vielleicht ein Einstiegsbike suchen, die nicht unbedingt wissen, ob sie mit dem Gravelbike vielleicht auch auf Trails Spaß haben. Da kann es eine Überlegung sein, sich auch mal ein Hardtail Mountainbike anzuschauen und Tests zu fahren. Dazu mache ich aber am besten auch noch mal separat ein Video, weil es doch ein Riesenthema ist und mir jetzt langsam kalt wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Danke Tobi fürs Filmen, hat mega Bock gemacht, jetzt mal mit dir Mountainbike zu fahren und nicht am Skatepark abzuhasseln.
Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.